Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur nächsten Folge Minecraft Lost. Ich glaube, Ausgabe 13. Minecraft Lost, falls ihr euch immer noch fragt, warum ich das so nenne, ganz einfach, weil ich Bock drauf habe. So, in der letzten Folge habt ihr das hier verpasst. Ihr habt außerdem hier da oben. Nein, doofe Idee! Doofe Idee! Doofe Idee! Wow! Doofe Idee, warum mache ich das? Mache ich doch so. So, außerdem habe ich hier angefangen, einen Garten anzulegen. Einmal Weizen und einmal Beeren. Ja. So, und jetzt wollte ich ja weiterbauen, und zwar einen Keller. Hoho. So, was brauche ich denn für einen Keller? Sand auf jeden Fall nicht. Ich brauche Leitern. So, und für Leitern brauche ich... So, ich brauche auf jeden Fall noch mal eine Axt zum Abbauen. Nehmen wir mit. Was könnte uns dann unten noch begegnen? Eisen brauche ich, glaube ich, doch. Sand können wir hier lassen. Genauso wie Sandstein. Sand. Falls ich hungrig werde, Fliegenpilze. Hellgrüner Stein, lassen wir auch mal hier. Beeren, dafür kommt in der nächsten Folge was. Falls ich dann schon durch bin mit meinem Keller. So, dann habe ich hier noch eine Luke. Die kann ich auch mal hier lassen. So, was brauche ich? Leitern. Und dazu brauche ich die Blöcke des Zimmermanns. Die hier. In der Mitte Planken und außenrum Sticks. Jetzt brauche ich erstmal wieder Sticks. Für Sticks brauche ich Bretter. So. Zack, die legen wir da rein. Okay. Ach nee, so, ne? Ah, genau. So. Sticks kann man immer brauchen. Deswegen haue ich hier mal alles rein. 56 Sticks. So, dann kommen in die Mitte diese Dinger und außenrum kommen die. Ja. So, dann haben wir ordentlich Blöcke des Zimmermanns. So, rechte Maustaste gedrückt halten, dann kann man das hier so machen, wie ich das gerade mache. So, und dann nehmen wir mit der rechten Maustaste die. Dann haben wir 35 Blöcke. Das ist erstmal okay. Und jetzt brauchen wir Leitern. Die Leitern macht man so. Einen H. So. Jetzt die Frage, reichen 8 Leitern? Ich will ja nicht zu tief in den Keller. So, da geht's nämlich runter. Und ich will auch noch Stein. Das will ich auch noch alles schick machen. Das heißt, ich brauche Stein, was ich noch machen will. Welchen Stein nehmen wir denn? Marmor, Dazit, Pflasterstein, Andesit, Dazit, Pflasterstein. Nehmen wir mal Dazit, Pflasterstein. Nehmen wir mal den Meißel und dann ziehen wir den mal hier rein. Woraus bauen wir die Keller? Pflasterziegel, ausgerichtete, detaillierte. So, jetzt haben wir 64 Stück davon. Und so, jetzt werde ich erstmal wieder abbauen. Because ich will ja hier... Ach so. So, die gehen ja nicht verloren. So, und hier will ich jetzt rundherum... So, und hier kommen jetzt... Ja, ich will das gleich richtig schick machen. Komme, zack. Die sehen aber nicht detailliert aus. Nehmen wir mal die. Gucken, ob die schicker sind. Ausgerichtet. Gibt es denn da noch Schönes? Ja, hier so ein beschädigte Pflastersteinteile. Wie sehen die aus? Ja, auch nicht so Bombe. Auch nicht so, dass ich sage, das gefällt mir. Ja, sind doch das hier die einzig wahren, oder wie? Okay, jetzt habe ich hier nichts mehr.
So, zack. Das soll nämlich nach Stein aussehen. So, oben ist die Luke, da ist mein Bett. Das heißt, hier müssen jetzt die Leitern hin. Ah ne, da war ich noch nicht. Und Fackeln. Ich brauche Fackeln. Ist die Frage. Ah, habe ich natürlich auch noch genug. So. Seht ihr, was ich vorhab? Erkennt ihr es? So. Da kommen jetzt wieder zack, zack, zack. Zack. Da kommt wieder eine Leiter. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt eigentlich gerne die hier. Ne, auf der. Geht nicht, zu eng wahrscheinlich. Okay. Gut, damit müssen wir leben. Schade. Das ist natürlich die Frage, wie tief gehe ich? Ich weiß nicht, ich denke mal nicht, dass ich hier irgendwie auf Wasser stoßen werde. So, Leiter kommt dahin. Zack. Ja. Nächste Etage. So, es sieht schwierig aus. Ja, den Überblick muss man jetzt behalten. So, oder kann ich jetzt... Ah, guck mal, das würde jetzt gehen. Muss ich natürlich nur nachher durch eine Leiter ersetzen. Dann würde das gehen. So. Okay. Ja, gehen wir noch tiefer. Oh, oh, habt ihr gesehen, wie leicht Sandstein geht mit dem Beil? So. Ja, wie tief gehen wir? Das ist natürlich jetzt so. Oh, ach so, hier war ich ja eben schon. Da sind wir angekommen. Da, wo ich eben schon mal eine Fackel hingestellt habe. So, ich werde das hier mal wieder mit Erde füllen. Ha. So, noch ein tiefer. Komm, bam. Ach so, ich kann ja... Ja, ich muss... Weil ich kann die ja sonst nachher nicht mehr ersetzen. Oh, geht noch. Glück gehabt. Ja, ist natürlich ein bisschen dunkel. Dieser Schacht. So, man kann... Ja, also die Etage jetzt noch. Eine Leiter noch. So, und dann gehe ich jetzt natürlich nochmal tiefer. Aber gehe jetzt hier auch in den Berg rein. Oder wo auch immer ich dann reingehe. So, und setze hier Licht. So. Na? Warum auch immer ich einen Keller baue, ich habe da einfach Bock drauf. Komatit. Keine Ahnung, wozu man das braucht, aber wenn man es schon mal abbauen kann. Ich habe bisher... Oh, Sand, okay. Ich habe bisher noch nie Komatit gesehen. So. Also, wir sind unten angekommen. Versteckte Luke.
ab in den Keller. Zack. Keller, 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 Kind. Oh, Eisenerz. Na, das ist natürlich toll, wenn es hier auch noch Eisenerz gibt. So. Jetzt natürlich die Frage, ja, ich gehe noch ein tiefer. Allein schon wegen der Decke. Weil dann kann ich hier nämlich die Decke auch schick machen. So. Dann graben wir mal den Keller, ne? Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn ich jetzt auf Wasser stoße? Die Frage ist, warum baue ich einen Keller? Einfach, weil ich Bock habe. Und weil ich die Luke entdeckt habe, irgendwie beim Stöbern. So. Lalala, da oben auch noch. Den wieder weg. Ach nee, das wird ja die Decke. Oder? Ja. Nein! Machen wir erstmal dahin. So. Zack, 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 zack. Zack. So, und hier sollen jetzt zack, 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 zack. Und die letzte Leiter. Cool. So, wir bauen weiter ab. Komatit. Scheint ein Stein zu sein. Vielleicht kann man ja irgendwelche schönen Farben damit herstellen. Ich glaube, wenn hinter einem Dings Wasser ist, wird man das auch erkennen, oder? So, hopp, den nehmen wir auch noch weg. Ja, Eisenerz immer abbauen. Das kann man dann ja hinterher wieder... Wo ist Sandstein? Hm? Wo ist denn die Zeug, was ich gerade abbaue? Sandstein. Sand. Hä? Ach da, Komatit. Ah. Ist eh egal, kommt da eh in den Fußboden noch rein und so. So, ich wollte nur das Loch wieder zumachen. Ah, man kann den... Ah, okay. So, hier kommen auch noch Steine hin. Deswegen nehme ich die mal weg. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, das sieht auch schon mal immer mehr nach Keller, 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 Keller. A Haus. Die Frage ist natürlich, was will ich mit dem Keller? Was mache ich im Keller? Eine Frage, die ich euch nicht beantworten kann, aber erstmal einen haben. So, stark. Alles einsammeln. Achso, die müssen auch noch weg. Das war meine Hacke. Komatit. Ich kann natürlich auch unendlich viel Komatit hier abbauen, ne? Das ist jetzt natürlich... So,
wenn hier die ganze Zeit Dings nachfällt. Ich habe da etwas freigelegt. Okay. So, ihr hört es wahrscheinlich schon. Ich baue das hier nochmal kurz wieder mit Chromatit zu. Achso, den muss ich dann ja auch. Ja. Ah. Okay. So. Ja, das sind gar nicht so einfach, ne? Wenn das Kies nachfällt. So, weil hier kommt ja noch. Oder brauche ich noch ein breiter? Ja. Yeah. Oh, da fällt Kies nach. Oi, oi, oi. Klingt immer ziemlich böse, dieses Minecraft-Geräusch. So, ich muss ja auch den Boden anders bauen. So, jetzt muss ich hier natürlich nochmal ordentlich Kies abtragen. Oh, war gar nicht so viel. Ich dachte, da kommt viel, viel mehr von oben runtergepurzelt. So. Ja, die Decke. Jetzt ist die Frage, wie mache ich die Decke? Ja, wie groß wird das Ganze? Das seht ihr in der nächsten Folge. Zack, das war Keller 1.0. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.